In letzter Zeit wurde ein Thema wieder aktuell: Gammelfleisch. In Süddeutschland hatten einige Fleischgroßhändler viele Tonnen altes Fleisch verkauft. Sie hatten alte Fleischprodukte mit neuen Etiketten beklebt. Das Haltbarkeitsdatum des alten Fleisches wurde also gefälscht. Immer mehr Skandale wurden aufgedeckt. Ein Münchner Fleischgroßhändler beging Selbstmord. Viele Fleischbetriebe werden nur selten und schlampig kontrolliert. Bisher lief das so ab: Die Amtstierärzte kontrollieren täglich die Schlachtbetriebe, aber die Betriebe zur Fleischbearbeitung und Kühlhäuser nur in größeren Zeitabständen. Politiker diskutieren zurzeit über härtere Kontrollen und strengere Strafen. Auf dem Lebensmittelmarkt ist der Preiskampf hart. Darüber wird auch in der Politik diskutiert. Viele Supermärkte verkaufen die Lebensmittel sehr billig. Aber die Qualität von billigen Lebensmitteln kann auf Dauer nicht aufrechterhalten werden. Wir wollen hier Fragen zum Thema Gammelfleisch beantworten. Was bedeutet das Wort Gammel? Gammel ist ein niederdeutsches Wort und bedeutet so viel wie alt. In der Umgangssprache bedeutet gammelig Folgendes: Etwas ist minderwertig, man kann es nicht gebrauchen. Das Wort Gammelfleisch wurde erstmals im Jahre 2005 verwendet. Damals wurden in Nordrhein-Westfalen viele Tonnen altes Fleisch gefunden. Das Haltbarkeitsdatum dieses Fleisches war schon abgelaufen. Was bedeutet Mindesthaltbarkeitsdatum? Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist der Zeitpunkt, bis zu dem Lebensmittel ihre Eigenschaften, zum Beispiel Geruch, Geschmack oder Zusammensetzung, behalten und sich ab diesem Zeitpunkt die Eigenschaften langsam verändern. Dieser Zeitpunkt ist also das Mindesthaltbarkeitsdatum. Wenn die Lebensmittel nach diesem Datum noch in Ordnung sind, können sie verkauft werden. Das ist abhängig vom Geschmack und Geruch der Lebensmittel. Wenn die Eigenschaften so wie vorher sind, können sie noch gegessen werden. Zum Beispiel kann man Joghurt ein paar Tage nach Ablauf noch essen. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Mindesthaltbarkeitsdatum und dem Verbrauchsdatum. Das Verbrauchsdatum ist für Lebensmittel, die schnell alt werden. Das sind zum Beispiel Fisch, bestimmte Fleischprodukte und Rohmilch. Meistens steht das Verbrauchsdatum auf der Packung. Bis dahin soll der Inhalt verbraucht sein. Danach wird nicht empfohlen, die Ware zu essen. Sie darf dann auch nicht mehr verkauft werden. Wie kann man Gammelfleisch erkennen? Gammelfleisch kann man am Geruch, an der Oberfläche und der Farbe erkennen. Normales Fleisch riecht mild bis leicht säuerlich. Gammelfleisch riecht süßlich. Die Oberfläche von Gammelfleisch ist weich und nass. Die Farbe ist blass bis gräulich. Wenn Sie vermuten, Gammelfleisch gefunden zu haben, an wen können Sie sich wenden? Sie können das dem zuständigen Amt für Lebensmittelüberwachung melden. Oder Sie gehen zum Veterinäramt, das es in Städten und Kreisen gibt. Dort stehen Lebensmittelkontrolleure und Amtstierärzte für Sie zur Verfügung. Wie lange ist Fleisch in der Tiefkühltruhe haltbar? Das hängt von der Fleischart und der Kühltemperatur ab. Empfohlen sind minus 18 Grad Celsius. Bei minus 18 Grad kann Hackfleisch 2 bis 4 Monate lang aufbewahrt werden. Bei Schweinefleisch sind es 6 bis 9 Monate. Rind und Geflügel können 8 bis 10 Monate lang aufbewahrt werden. Kann zu lange in der Tiefkühltruhe aufbewahrtes Fleisch krank machen? Ja, das ist möglich. Bakterien im Fleisch können sich auf den Menschen übertragen. Man kann dadurch Übelkeit, Bauchschmerzen, Fieber oder Durchfall mit Erbrechen bekommen. Aber bisher ist noch kein Fall bekannt, wo jemand durch Gammelfleisch krank geworden ist.
viele Monate wurde in den Medien über den Tarifstreit der Ärzte und ihren Streik berichtet. Deutschland hat ca. 700 städtische Kliniken und Kreiskrankenhäuser. Dort arbeiten ungefähr 70.000 Ärzte. Die Hauptthemen dieses Streites waren die Arbeitszeiten und der Lohn. Der Tarifstreit begann schon im September 2005. Die Ärztegewerkschaft namens Marburger Bund war nicht zufrieden mit Verdi. Verdi ist die Gewerkschaft für Dienstleistungsberufe. Der Marburger Bund hat ca. 50.000 Mitglieder. Verdi dagegen hat nur 1.000 Ärzte als Mitglieder. Der Marburger Bund forderte für alle Klinikärzte, also Ärzte von Unikliniken, städtischen Kliniken und Kreiskrankenhäusern, einen eigenen Ärztetarif und 30% höhere Löhne. Hauptgründe für die Forderungen der Ärzte waren: lange Arbeitszeiten von 60 bis 80 Wochenstunden. Sie erhielten zu wenig Grundlohn bzw. leisteten Überstunden ohne Bezahlung ab. In vielen Bereitschaftsdiensten wird voll gearbeitet. Zum Beispiel arbeiteten sie die ganze Nacht in der Notaufnahme oder müssen operieren, aber wurden nicht voll bezahlt. So besteht die Gefahr von Fehlern durch Übermüdung. Die Ärzte waren körperlich und seelisch überlastet. Weihnachtsgeld sollte gekürzt und Urlaubsgeld gestrichen werden. Viele Ärzte klagten, sie lebten nur noch im Krankenhaus und sähen zu selten ihre Familien. Nach Angaben des Marburger Bunds sind schon 6.000 deutsche Ärzte ins Ausland gegangen. Gleichzeitig sind 6.000 Ärztestellen an deutschen Kliniken nicht besetzt. Deutsche Assistenzärzte waren zu schlecht bezahlt. Im Vergleich verdienten Assistenzärzte in Großbritannien und Amerika besser. Ja, sie verdienten sogar 2- bis 3-mal so viel wie deutsche Assistenzärzte. Der Streit begann im Dezember 2005. Im Dezember 2005 stimmten viele Ärzte für einen Arbeitskampf und einen Streik. Im März 2006 begannen die Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände, VKA, und der Marburger Bund mit den Tarifverhandlungen. Ende Juni 2006 gab es in vielen großen Städten Ärzte-Demos und Streiks. Im Juli 2006 wurden die Verhandlungen zwischen der VKA und dem Marburger Bund ergebnislos vertagt bzw. verschoben. Die Demonstrationen wurden ausgeweitet. An vielen Krankenhäusern gab es nur Notbesetzungen. Nur Operationen, die lebensnotwendig waren, wurden durchgeführt. Nicht lebensnotwendige OPs wurden verschoben. Am 17. August dann verhandelten Ärztegewerkschaft und Arbeitgeber sehr lange. Die Sitzung dauerte 30 Stunden. Endlich kam man zu einer Einigung. Das Ergebnis ist folgendes: Die Ärzte bekommen mehr Gehalt. Das heißt, es erfolgt eine Lohnsteigerung bis zu 13%. Ein Assistenzarzt soll ab 3.420 Euro verdienen, Oberärzte maximal bis 6.500 Euro. In Ostdeutschland erhalten die Ärzte 95,5% dieser Tabellen, ab Juli 2007 dann 97%. In Westdeutschland erhalten die Ärzte dagegen 100%. Auch die Arbeitszeiten werden verbessert. An kommunalen Stadt- und Kreiskliniken dürfen die Ärzte statt bisher 32 Stunden maximal 18 Stunden ohne Pause arbeiten. Es finden auch Verbesserungen beim Arbeitsschutz statt. Ruhezeiten, Nacht-, Wochenend- und Bereitschaftsdienste werden besser bezahlt. Durch diese Verbesserungen haben die Krankenhäuser ca. 500 Millionen Euro an Mehrkosten. Einige Krankenhäuser könnten finanzielle Probleme bekommen und müssen schließen. Die Arbeitgebervertreter befürchten, dass diese Mehrkosten in anderen Bereichen eingespart werden müssen. Dadurch könnte die Qualität bei Medizin und Pflege eventuell gemindert werden.